Wie sieht das jetzt aus? Und die Zackenkohle in deinem Besitz. Riecht es, wenn man den richtigen Code wahrscheinlich nicht, oder? Du brauchst die Klaue. Na, dann würde ich mal sagen, ich komme gleich wieder, bleibt hier. Kannst du in diesem Ort nicht schnell reisen? Fantastisch. Geh mal kurz was besorgen. Lass dich nicht aufhalten. Ich komme wieder. Wie hätte ich das denn noch erwarten können? Da waren wir ja schon fast durch. Aber nö. Und diese beschissene Klaue. Wo geht's denn jetzt wieder raus? Wo sind wir hergekommen? Ich glaube, hier war das. Muss gleich der Höhleneingang sein. So, ich mache mal einen kleinen Abstecher. Da meine Klaue. Ich werde mal hier kurz speichern. Schnell speichern. Falls was verkacken. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Gut, in Ordnung. Seid einfach leise und lasst euch nicht noch einmal erwischen. Das ging leicht. Halt, Dieb!
Ah, natürlich. So was können wir fallen lassen. Mit Kleidung. Oh oh. Aha, Feinde in der Nähe. Verstehe. So, jetzt sind von Flusswald verachtet als Dieb. Wir bauen das verdammte Ding. Kannst du mit sein, muss wieder zurückbringen danach. Was haben wir jetzt mit dabei? Da bin ich umsonst dahin gefahren. Die grüne Klaue, genau, die brauchen wir. Bär, Motte und Kokon. Okay. Rein schnell reisen können wir nicht, deswegen müssen wir nochmal noch ein Raid hier rein. Der Weg war nicht lang. Und die haben schon vorher aufgeräumt. So, ich wollte mal kurz Besorgungen machen. Ich komme. Wer steht denn hier rum? Ein Kaiserlicher? Ist wieder aufgestanden oder was? Ich weiß nicht, was wir hier machen. Aber Ulfric wird schon seine Gründe haben. Kommst du mit? Die anderen warten hinten. Einsame Kämpferin, die dort steht, die wurde wohl zurückgelassen. Oder die steht Schmiere am Eingang. Ich weiß es nicht. Ging es hier lang oder? Wo ging es lang? Bin ein bisschen verwirrt. Ach, fantastisch. Sind wir im Kreis gelaufen. So, hier ging es da lang, dann. Darunter ging es, oder? Da war die Truhe, die wir geöffnet haben. Dann ging es hier hoch. Da ist Sackgasse. Oder auch nicht. Ach stimmt, hier war die. Sie haben sich halt über den einen sein Skelett bewundert. Ich
hoffe, ich habe gleich nicht zu viel Angst vor dem, was noch kommt. Weil da kommt es gleich noch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn das genauso funktioniert wie das andere Grab, kommt dann gleich noch der Daugriffungst. Der hat ein bisschen mehr drauf. So, hey Leute, ich war mal kurz was besorgen. Bin wieder da. Das andere waren, das waren Bär. Motte, Bär und Kokon. Haben wir jetzt denn hier keinen Bär? So Bär, Motte und Kokon. Das ist ein Drache. Okay, das ist ein anderes Zeichen. Interessant. Ich weiß nicht, ob die Clowns hier weiterhilft. Was die Ebenezer Klaue, um das Schlüsselloch zu aktivieren. Habe ich die falsche Klaue geklaut oder was? Ebenezer Pfeil. Und wo kriege ich diese Ebenezer Klaue her? Hat da jemand einen Plan? Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wisst ihr was von einer Ebenezer-Klaue? Ich hoffe, wir bekommen es hier nicht mit etwas Schlimmerem als dem Kaiservolk zu tun. Dafür habe ich jetzt einen Flusswald alle gegen mich gemacht. Und dann hier mit der falschen... falschen Klaue vor dem Rätsel zu stehen. Ist ja fantastisch.
Ich glaub's nicht. Da musste ich erstmal eine Komplettdose nachgucken. Eine Art Klaue von einer Statue. Wofür sie wohl benutzt wird? Gut, Sam. Okay, es ist doch schon, ist dann schon ein bisschen peinlich. Aber okay. Okay, hier haben wir Wolf, Motte und Drache. Haben wir es ja richtig. Gut gemacht. Naja, großartig. Niemand weiß, was wir hier unten erwarten. Doch, ich weiß es. Ein dunkler Fürst. Fuß! Ich würde es nochmal üben. Falls wir es gleich brauchen. Ausschwärmen, Jungs. Wollen wir mal sehen, was wir da haben. Unblutiger. Tut, was ihr am besten könnt. Ja, was kann ich denn am besten? Eine Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Das ist ganz offensichtlich ein Rätsel, dass wir. Seht ihr irgendwo ein Hebel? Wollte ich auch gerade fragen. Achtung, da geht's tief runter. Da würde ich nicht so lange drauf stehen. Seht ihr irgendwo ein Hebel? Vielleicht hier irgendwo. Irgendwo ein Hebel? Hier sind wir lang gekommen. Oder was? Hier ist eine Fackel. Ich suche ja schon, halt mal den Rand. Guck ich ja schon. Das hat funktioniert. Also gut, Jungs. Wir haben noch mehr. Ruhig Blut. Sie mögen ja hässlich als die Kaiserlichen sein, aber sie lassen sich genauso töten. Ach so. Da braucht jemand unsere Hilfe. Wir sind auch ziemlich allein mit ihm. Wo die anderen hin sind, weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen ein Nachteil für die. Für die weiteren Kämpfer. Hoffentlich war. Als Nordpunkt, ich glaube, da wird ein besseren. Los, wollen wir mal sehen, was. Ja, von Axt habe ich auch eine bessere. Was habe ich denn jetzt eingesteckt? Ein kaiserlicher Bogen. Kann man nicht mal verkaufen, aber. Ich glaube, den habe ich gerade eingesteckt. Vor allem das Gold interessiert mich, was der dabei sich tragen. Ich nehme meinen finanziellen Profit aus der Sache. Okay, weiter hier. Bin wahrscheinlich inzwischen alleine. Muss dann alleine gegen den Boss kämpfen. Ach so, es sind noch drei Wachen. Das ist der vierte. Die Krone muss hier irgendwo sein. Schwärmt aus und haltet die Augen auf. Das habe ich gut gesehen. Was denn? Kann ich nicht. Oh nein, weg hier. Ich bräuchte mal einen Trank.
50 Giftschaden. Immer kein Heiltrank. Ich habe keine Ahnung, was das gestern gebracht hat. Ich schnabuliere mal ein bisschen was. Das müsste doch was gebracht haben. Kann ich nicht den Schrei einsetzen. Wieso bleibt ihr nicht einfach tot? Versteckt sich. Und wen habt ihr schon besiegt? Wie nett. Oh, ein Soldat des Sturmwind ist tot. Möge er in Frieden ruhen. Aha, die Zackenkrone. Und haben wir sie. Bringt die Krone unverzüglich nach Windhelm. Sagt Ulfric, er schuldet mir ein Met. Wir bleiben hier. Vielleicht finden wir ja noch etwas Nützliches. Na, wenn es sein muss, nur mit hier bleiben so wollt. Kann ich eigentlich. Ich kann sie tragen. Dass denen so gefällt. Ich will es nochmal ausprobieren. Der hat 31 Rüstung, also. Ein gutes Ding. Ich muss nur noch dran denken, die rechtzeitig abzusetzen. Aber ansonsten hübsches Teil. Jetzt ob wir da nicht durchkommen. Ach, hier waren wir schon mal. Geht's jetzt raus hier? Ich glaube, hier ging's lang.
Und wieder hier. Ich laufe im Kreis. Wo geht's denn nach draußen? Die steht immer noch hier. Wir haben die Schlacht schon geschlagen, ohne dich. Ich glaube, ich sollte die Krone mal wieder absetzen. Bevor wir hier noch von Leuten gesehen werden. Okay, ich muss auf jeden Fall mal. Da müssen wir auch hin. Ich weiß nicht, ob wir da noch ohne zu sterben durchkommen. Ich würde gerne was abgeben. Das war nicht meine Absicht. Fühlt ihr euch krank? Ich habe hier was ihm gehört. Vielen Dank, ihr und ich. Wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen. Werft einen Blick darauf. Wir haben die goldene Klaue verkaufen. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Drachenknochen haben wir dabei. Ging schwer im Inventar. Der Verkäufer besitzt nur Gold. Also gut. Wo haben wir die denn? Ich lasse die dann einfach mal hier fallen. Gut, okay, die gehört. Die gehört wieder ihm. Mit dem Gewissen kann ich nicht leben, die mit mir rumzuschleppen. Die ist so schön. Wenn sie jetzt auf dem Boden liegt. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. So, auf zum Palast der Könige. Da reite ich jetzt nicht hin. Trinken ist wichtig. Wo ist das Pferd hin? Was gibt's denn?
Gute Neuigkeiten. Was braucht ihr? Ich hab die tolle Krone. Tullius unterhält Lager in P. Verdammt soll er sein. Der alte Bär hatte recht. Seid ihr unterwegs in Schwierigkeiten geraten? Das Blut unserer gefallenen Helden wird Himmelsrand befreien. Das dürft ihr keine Sekunde bezweifeln. Und zweifelt niemals an mir oder Gast. Nun denn, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich habe eine Botschaft für den Jarl von Weißlauf. Bringt diese Axt Balgruuf dem Älteren. Okay. Ja, eine Axt. Wie lange seid ihr schon in Himmelsrand? Gebt dem Mann meine Axt. Wenn er sie behält, warte ich auf den richtigen Augenblick. Wenn er sie euch zurückgibt, bedeutet das Krieg. Aha. Männer, die einander verstehen, brauchen oft keine Worte. Wenn ein Krieger einem anderen seine Axt überlässt, sagt das alles. Balgruuf wird die Bedeutung dieser Tat kennen. Bewahrt einen kühlen Kopf. Der Jarl von Weißlauf ist für sein aufbrausendes Temperament bekannt. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob es Krieg geben wird. Ich hoffe nicht. Immer schön den Himmel. Ich weiß etwas, was mich sehr befürchten lässt, dass das so sein wird. Dass es Krieg geben wird. Ich kenne den Wiki-Artikel von diesem Typen, von dem Jarl von Weißlauf. Und der besagt, dass der, Achtung Spoiler, dass der liebe Jarl sich den Kaiserlichen anschließt. Das müsste heißen, dass wir die Axt zurückkriegen. So, dann mal auf zur Drachenfeste. Hey, aufpassen! Ich habe eine dringende Sache. Lasst mich durch. Es wird mir täglich frisch von den Bauernhöfen geliefert, Nasin. Wartet! Ich kenne euch doch! Ja, das sollte auch sein. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Große Neuigkeiten. Fürchtet euch nicht. Ob mögen die Götter Wiese, über eure Kämpfe wachen. Ja, Ulfric Sturmmantel hat mich gebeten, noch nicht die Axt zu überbringen. Hat er das? Der Mann ist ganz schön hartnäckig. Das muss man ihm lassen. Es ist wohl an der Zeit, dass ich ihm eine Antwort gebe. Ganz genau. Moventus, was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Falls Ulfric Weißlauf angreifen sollte... Wie bei allem ist auch hier Vorsicht geboten, mein Herr. Wir sollten abwarten und sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Beute wartet. Ich sehe das genauso wie Irilet. Es ist an der Zeit zu handeln. Ihr plant nach Windhelm zu marschieren. Ich bin kein Dummkopf, Moventus. Es ist an der Zeit, Ulfric herauszufordern. Er soll sich mir wie ein Mann zeigen oder seine Sturmmäntel gegen die Tore stürmen lassen. Er wird nichts dergleichen tun. Ein Dolch im Rücken ist alles, was ihr euch erhoffen könnt. Yep. Er war Torik gegenüber sehr direkt. Torik! Er ging einfach auf den Jungen zu und brachte ihn um. Die Quest bekommen. Dieser Junge war der Großkönig von Himmelsrand. Ich bin vielleicht nicht der Großkönig, aber ich bin auch kein Junge mehr.
Wenn Ulfric meine Herrschaft anfechten will, nach alter Tradition, dann soll er das doch. Obwohl ich vermute, dass er wohl lieber seine Sturmmäntel schickt, um das für ihn zu erledigen. Er hat gerade ein Freundschaftsangebot gemacht, Lunar. Ja, er hat bereits seine eigene Stärke unter Beweis gestellt. Nun ist seine Armee dran. Könntet ihr dann wenigstens General Tullius' Anliegen prüfen? Ich meine, wenn ihr Jarl Ulfric unbedingt beleidigen wollt. Die Beleidigung geht von Ulfric aus. Aber Proventus hat recht. Für Ulfric ist es klar, wer sich seinem Anspruch widersetzt, steht auf der Seite des Kaiserreichs. Und was ist so falsch daran, statt der eigenen Leute ein paar Soldaten in den Tod zu schicken? Es erscheint feige. War es denn feige, das Weißgold-Konkordat anzunehmen? Kommt ihr mir schon wieder damit? Das war etwas anderes. Hätte ich den Bestimmungen des Vertrages denn widersprechen können? Nein. Die Jarl wurden nicht gefragt. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Goldtruhen haben auch nicht geschadet. Verdammt nochmal, hier geht es nicht um Gold. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Fürst, nein. Wir sollten prüfen, ob Ulfric es ernst meint. Oh, er meint es ernst. Aber das tue ich auch. Endlich. Also, was diese Axt angeht, ihr könnt diese Axt wieder zu unserem Freund bringen. Der geschätzte Jarl von Windhelm hat meine Antwort. Oh, sorgt dafür, dass er sie auch erhält. Das werde ich. Bringt mir die Schreibfeder und das gute Verdammt, Scheiße. Ich habe hier ein Haus in Weißlauf. Das finde ich nicht so prickelnd.